Die Wahrheit. Schwören Sie darauf, dass Sie die Wahrheit sagen. Und dann musst du dann vielleicht noch den Zusatz, so wahr mir Gott helfe, oder vielleicht die Hand auf eine Bibel legen. Naja, das ist bis vor kurzem in unserem Kulturkreis ja noch normal gewesen. So, jetzt haben wir natürlich viele Menschen mittlerweile in unserem Land, die einen anderen Glauben haben. Die müssten ja den Koran nehmen zum Beispiel oder das Tao Te Ching oder die Upanishaden, was auch immer. Ja, die Wahrheit, wessen Wahrheit? Welche Wahrheit hast du übernommen? Was glaubst du für dich? Und ja, es könnte spannend sein, das für dich auch noch mal klar zu haben, damit du dich ja damit besser auseinandersetzen kannst, was du vielleicht alles übernommen hast von außen für dich. Und wie weit sind wir dann selber bereit, für diese Wahrheit einzutreten und sie zu verteidigen gegenüber Ungläubigen? Ja, eine Menge Unfrieden könnte das bringen, ne? Und bringt es ja leider auch. Gut, wer kann jetzt wirklich sagen, was die Wahrheit ist? Aus meiner Sicht gibt es eine ganz andere Wahrheit als das, was hier so die ganze Zeit so hin und her erzählt wird. Und einige, die sich auf den Weg gemacht haben, ja, haben erkannt, ah, da ist doch eine Menge, Menge an Szenen da, da wird etwas aufgebaut und da wird etwas vorgespielt und ja, die Frage ist, hast du dann noch eine freie Entscheidung? Man sagt uns ja nach, wir haben einen freien Willen. Doch inwieweit bist du nicht schon tief innerlich so vorgeprägt, dass du manches glaubst und manches nicht? Du darfst immer entscheiden, was du glauben möchtest, solange du damit nicht großartig hausieren gehst und dann Widerspruch erzeugst. So wie ich vielleicht jetzt hier, wenn ich irgendwas raushaue, dann stelle ich mich ja gegen die eine Wahrheit, die ein bestimmter Mensch hat oder ein bestimmter Kreis von Menschen hat. Und damit bin ich quasi der Feind, der zu bekämpfen ist. Ja, das kann so sein. Trotzdem freue ich mich, wenn du offen bist für neue Wahrheiten. Ja, manche Worte sind ja jetzt so ein bisschen auch mit einer gewissen Idee belastet, aber alternative Wahrheiten, alternative Wege für dich herauszufinden, was denn für dich eine angenehme Wahrheit ist, die dir im Moment am dienlichsten ist. Ist das überhaupt in Ordnung, so zu fragen? Oder ist es nicht diese eine Wahrheit, die anzunehmen und zu akzeptieren ist? Ansonsten landest du im Fegefeuer oder wo auch immer. Ja, die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Und nein,
Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit gefunden habe. Ich sage nur, dass ich mich viel damit beschäftigt habe, was hier entsprechend als Wahrheiten propagiert wird und ich mir erlaube, diese Wahrheiten in Frage zu stellen. Auch das ist ja schon quasi mittlerweile wieder eine Gotteslästerung, überhaupt irgendetwas in Frage zu stellen. Und also politische Entscheidungen, die kommen quasi einer gottgleichen Entscheidung da, wie kann ich die in Frage stellen? Was tut dir gut? Tut dir das gut, wenn du all das ausblendest und sagst, ach, ich bin froh, dass ich mein Leben habe und ich kümmere mich doch nicht um irgendwelche Sachen, was jetzt da passiert und wer da recht hat oder nicht recht hat. Nee, da bin ich mal außen vor. Da bin ich viel glücklicher mit. Auch ein interessanter Weg, oder? Für wen bist du verantwortlich? Für dich selber. Okay. Und was kommt da als Stimme vielleicht so dann hoch? Egoistisch. Denk mal an die anderen. Und ja, ich bin da auch betroffen. Ich sage, okay, ja, ich möchte natürlich das Beste für die anderen. Ich kann nicht allen helfen. Nur meine Wahrheit ist, erst einmal kann ich mich nur um mich kümmern. Und das ist meine Aufgabe, dass ich mich so darum kümmere, dass andere Menschen dadurch nicht zu sehr leiden. Ich werde immer irgendetwas machen, auch dieses, ne, eine dieser goldenen Regeln, behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Ja, das ist die zweitbeste Alternative. Die beste Alternative wäre natürlich, wenn ich dich frage, wie du behandelt werden möchtest und dann in mich reinspüre, ob ich damit okay bin. Also, wenn da jemand aus welchen Gründen auch immer ausgepeitscht werden möchte, dann kann ich mich ja vorher fragen, möchte ich jemanden auspeitschen? Oder möchte ich jemanden niedermachen mit Worten? Nee, ist nicht so meins. Macht vielleicht Spaß für den Moment, aber ich glaube auf lange Sicht, nee, das widerspricht mir. Das ist dann meine Wahrheit, meine Entscheidung. Und so ist das ganze Leben, diese ganzen Themen, mit den Überthemen, woran man nur glauben kann. Ja, da immer diese Glaubensfragen, ja, die dann da kommen. Und ja, am besten machst du ein Thema zu, erhebst du zu einem Glaubensthema. Damit kannst du dann so richtig Menschen spalten. Du kannst sagen, okay, das geht ja überhaupt nicht. Wie kann man nur? Hast du denn gar kein Mitleid? Kannst du nicht mal auf andere achten? Also ich versuche auf andere zu achten, indem ich versuche, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, wie sie denn an ihre Grundüberzeugungen gekommen sind. Und ich habe festgestellt, dass manche Menschen sehr schnell an einen Punkt kommen, wo sie es nicht begründen können. Und dann weiß ich, sie haben es übernommen, ungefragt, weil zu dem damaligen Zeitpunkt
konnten sie es nicht hinterfragen, weil das komplett neu war. Und da waren eben Autoritäten da, die man automatisch akzeptiert hat, weil die für das Überleben wichtig waren. Und irgendwann, ja, traten andere an die Stelle. Und ja, dann war jetzt ja irgendwann ja auch die Frage, was passiert denn, wenn ich sterbe? Und dann bin ich, je nachdem, in welchem Kulturkreis ich aufgewachsen bin oder in welcher Familie, bin ich mehr oder weniger sehr, sehr früh auch mit diesem Thema in Kontakt gekommen und habe dann gehört, dass es da etwas Höheres über mir gibt, was letztlich darüber entscheidet, wie es nach meinem Tod weitergeht mit mir. Ah ja, ich habe ja zum Glück doch ein bisschen Einfluss darauf. Wenn ich nämlich die und die und die und die Gebote einhalte, dann, aber dann, spätestens nach meinem Tod, ist alles gut. Ja, vielleicht aber auch nicht. Aber wie kann ich sowas sagen? Das ist ja schon wieder etwas, was ich gar nicht hinterfragen darf. Ja, alles das, was man nicht hinterfragen darf, das macht mich erst recht stutzig. Und ich stelle das in Frage. Und ja, ich freue mich, wenn du meine Sicht in Frage stellst, jedoch nicht mit irgendwelchen alten Plattitüden, die ich auch schon alle kenne. Die verfangen bei mir nicht so, weil du sollst, du musst und sowas. Und da steht das geschrieben. Der und der hat das gesagt. Ja. Und das Schöne ist ja, in meinem Kulturkreis, in meinem Glaubensbereich, wo ich aufgewachsen bin, sind so viele Widersprüche in diesem Buch der Bücher, dass es eine Freude ist, das deutlich zu machen und die Leute darauf anzusprechen, dass denn da, ob sie denn genau wüssten, was sie denn da so zitieren und wer das gesagt hat, wann das gesagt wurde und wer das aufgeschrieben hat und warum denn an einer anderen Stelle genau was anderes erzählt wird. Oder dass gewisse Sachen ja scheinbar nicht so wichtig sind. Ist ja auch das Alte Testament. Und mit dem Neuen Testament war ein komplett neuer Gott da. Der hat sich gewandelt. Oh, wie wir Menschen uns ja auch schon mal wandeln. Ne? Vielleicht hast du ja auch mal die Idee, dann auch was zu ändern. Und dann bist du ja ein komplett neuer Mensch. So kann Gott sich ja auch gewandelt haben. Oder nur die Sicht von ein paar Menschen auf Gott. Und du darfst jetzt entscheiden, welche Sichtweise du für dich annimmst. Was ist für dich die Wahrheit? Ja, ich habe extra das Video so lang gemacht, damit nicht unbedingt jeder sofort draufklickt. Also ich freue mich über einen Austausch, was du für dich mittlerweile erkannt hast, was die Wahrheit sein könnte. Und das ist auch meins. Ich habe ganz, ganz viel gelesen, ganz viel für mich reflektiert und sage, das könnte möglicherweise die Wahrheit sein. Ob sie es ist, das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
unterhalte ich es gerne mit Byron Katie. Kannst du da 100% sicher sein? Nein, kann ich nicht. Und das ist das Interessante an diesem Spiel hier, dass wir nicht 100% sicher sein können. Und das, ja, allerdings macht einigen Schwierigkeiten und dann blenden sie das gerne aus und sind lieber ganz, ganz sicher, damit sie sich nicht mit ihrer eigenen Unsicherheit befassen müssen. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute für dich in deinem Leben.